Und ob das neue Café genauso angenommen wird von den Anwohnern, da fragen wir beim Inhaber nach. Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich im Quotidiano, das ehemalige Café Florian, mitten in Schwabing. Ihr seht schon, momentan bin ich oft in Schwabing, aber hier tut sich echt viel. Also das ist ein Stadtteil, der sich, glaube ich, unheimlich wandelt. Aber trotzdem finde ich immer noch den Flair und die wunderbare Leidenschaft zu dem Stadtteil aufrechterhält. Wie fühlt man sich so als Nachfolger vom Café Florian? Wir haben ja vor ein paar Tagen aufgemacht, um einfach zu üben. Und es sind so unglaublich viele Stammgäste, die hierher kommen. Und dann merkt man schon diese hohe Erwartungshaltung. Also ich muss zugeben, auch zur Eröffnung sind wir schon auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich glaube, wir beherrschen unser Geschäft. Ich glaube, das kriegen wir auch hin. Ja, so ganz neu seid ihr nicht im Geschäft. Euer anderes Café gibt es ja doch schon. Wie lange gibt es das im Glockenbach? 2012. Ja, das ist eine lange Zeit ja schon. Das habt ihr schon geübt. Genau, deswegen, das gibt uns Sicherheit und Selbstbewusstsein. Aber neuer Standort sind einfach neue Menschen. Es ist ein neues Viertel. Die Gäste haben andere Erwartungen. Es gibt eine andere Geschichte hier. Deswegen müssen wir uns aufs Neue drauf einstellen. Aber es ist, ich glaube, wir kriegen das hin. Ich bin da ganz zuversichtlich. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Glockenbachviertel und Schwabing? Es ist jetzt noch schwierig zu sagen, aber jetzt so aus den ersten Tagen des Soft-Openings ist es weniger, ich sag's mal, weniger hip. Ja, Glockenbach sehr hip, sehr viel jünger, das Publikum. Hier bin ich ganz froh, dass wir so eine Durchmischung haben von 18 bis 70 und es ist kein Schwerpunkt auf 30 bis 40 von den Gästen und tatsächlich sehr, sehr regelmäßig verteilt. Das finde ich schön, weil wir sind genau dieser Ort, wo sich jeder wohlfühlt. Das gibt mir schon eine Bestätigung, aber es ist doch ein bisschen anders, auch ein bisschen bodenständiger, habe ich den Eindruck, ja. Also seid alle herzlich willkommen, ins Quotidiano Schwabing zu kommen. Wir machen am 3. Juni auf und wir haben immer offen ab 37 bis 24 Uhr. Wir sind immer für euch da. Ich verabschiede mich von der Terrasse. Ihr seht, ich bin noch ganz alleine. Kein Wunder, es ist kein strahlender Sonnenschein und es macht erst diese Woche Freitag auf. Also schaut vorbei und hat euch das Video gefallen, gebt mir einen Daumen hoch und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Ihr wisst, auf YouTube zu abonnieren ist vollkommen kostenfrei und ihr verpasst keine Folge mehr. Einfach hier unten auf Abonnieren klicken. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.